Hallo, heute werden wir Ninjago-Torte machen. Morgen hat mein Sohn Geburtstag und das Thema ist Ninjago. Wir werden also eine Ninjago-Torte machen. Ich habe schon die Torte vorbereitet, gefüllt und überdeckt mit Creme. In diesem Fall ist Red Velvet Cream Cheese und Ganache drüber. Der Teller habe ich auch mit Fondant überdeckt. Ich habe schwarz und ein Band gemacht, schon schön zu sehen. Ich habe schon ein paar Falten vorbereitet, ein paar Details, damit die Torten eine schöne Effekte haben wird. Ich zeige euch, wie man das alles macht, zusammenbringt und danach machen wir das Fondant drüber. Ja? Also, ich habe hier ein paar Falten, einfach viereckige Fondant ausrollen, so dünn wie möglich, damit es so als Stoff aussieht und dann die Seiten falten. Ich werde aber erstmal die Augen, das wird, also es ist Lego, sollte alles gelb sein. Wir machen aber nur die, weil ein Tuch kommt, der Ninjago hat so ein Tuch. Und wir brauchen nicht die ganze Torte dann gelb zu machen, wir machen nur das Gesicht. Wir machen so kommt hier die Augen, aber wir machen jetzt die Falten hier erstmal. Wird der Tuch sein. Zwei auf jeder Seite. So reicht. Ich gucke danach, vielleicht machen wir noch eine dritte. Das entscheiden wir danach. Erstmal so. Hier unten ist nicht wichtig, kommt noch ein Tuch hier und ein Tuch da. Ist nur diese Detail. Jetzt mache ich noch hier oben. Es wird aussehen, dass der Tuch ein bisschen chaotisch ist oder ja, gefaltet. Okay, jetzt werde ich das Fondant ausrollen. Immer gut zumachen, damit es nicht trocken. Ich werde es sehr gut ausrollen, also nicht zu dick. Aber auch nicht zu dünn. Und ich zeige euch, wenn es fertig ist, kommt hier zu mir zurück. Okay, wir haben jetzt das Fondant schon ausgerollt. Ich werde hier ein bisschen gerade ausschneiden. Und hier auf die Seiten. Ein bisschen rund vielleicht. Wir gucken mit dem ersten. Ein bisschen. Okay, jetzt überziehen. Hier wäre auch nicht schlecht, wenn wir es gerade haben. So, ready, go. Wir überziehen das hier bis wo gelb ist. Jetzt muss ich es drehen müssen. Wir wollen ein bisschen kauen, wir wollen nicht ganz perfekt machen, wir wollen ein bisschen als Kopftuch-Effekt haben. So, später kommt hier ein Knoten. Und jetzt machen wir ein Tuch hier für unten, auch ganz gefaltet. Und dann müssen wir noch die Augen kleben. Ausrollen nochmal das Fondant für unten und kommen wir nochmal zurück. Okay, ich habe es ausgerollt. Ich habe auch es gemessen, so die Torte gemessen. Für mich diese Papier-Dinge, die hier fein sind, überall, ich sage nichts wo, aber die sind sehr, sehr praktisch. Ich habe es gemessen und es passt ganz genau. Und jetzt schneide ich nur die Ecke. Ich mache immer auch mit meiner Glätte ein bisschen alles glatt und gleich.
Jetzt, dass unsere Funde ausgerollt ist und vorbereitet, wir kleben ein bisschen hier unten. Wir machen ein bisschen Kleber und umherum. Ich habe schon ein bisschen, aber damit ihr das seht. Hier hinten auch. So. Und jetzt versuchen wir, wir fangen hier. Ja, wir kleben ein bisschen gefaltetes von da als Tuch. Ist wichtig, dass es trotzdem gefaltet, dass es schön aussieht. Wir machen so. Ich gucke. Hier muss ein bisschen breiter sein, das Schokolade zu verstecken. Und das werden wir noch schöner machen. Wir lassen es einfach so und hier verbessere ich es ein bisschen. Okay, jetzt machen wir die Augen auf das Gesicht und es ist und der Knopf noch und dann ist fertig. Okay, für die Augen habe ich in Wachspapier ein bisschen Parmin, das ist ein Kokosfett, ein Schicht Kokosfett gemacht. Die Augen positioniert, wie ich haben will. Und dann ist er, und jetzt machen wir ein bisschen Kleber auf diese Seite. So. Jetzt gucken wir, wo wir es haben wollen. So ganz gerade und wir versuchen nicht zu damit zu rutschen, damit der Schwarz nicht hin und her kommt. Und wird alles Flecken gefleckt sein. So ist das richtig positioniert. Und jetzt machen wir noch ein kleines. Sie haben so ein weißes. Ein bisschen Kleber noch. Weißer Punkt. Weil er so gemein aussieht. So, die Augen sind fertig. So, jetzt können wir die einfach einen Knot machen mit dem Fondant. Oder was einfacher eigentlich ist, wir lassen eine Seite so liegen. Der ist ein bisschen zu lang. Ich abschneide es auch. So. Wir knicken hier ein bisschen zusammen. Kann auch so benutzen. Und wir machen so wieder eine kleine Falten. So rund als Knot nach unten. Und hier drehen auch so ein Knot. So, fertig! Ready for party jetzt! Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!